Also wenn es Beweise gab, dann laufen sie jetzt gerade in die Kanalisation. Sorry. Sorry wird nicht ganz reichen für Fahrerflucht. Ich habe keine Ahnung, was Sie meinen. Sie haben sich eine Kontrolle entzogen. Ich bin nicht gefahren. Wer ist gefahren? Ein Kumpel. Name, Anschrift. Bin ich das scheiß Telefonbuch oder was? Sie sind der Halter eines Fahrzeugs, das vermutlich bei einer Straftat benutzt wurde. Ach ja. Wir können es auch so machen, wir nehmen Sie mit, wegen Behinderung einer polizeilichen Maßnahme. Das Fahrzeug wird konfisziert, kriminaltechnisch untersucht. Und wenn Sie uns den Namen Ihres Kumpels nicht sagen wollen, dann wird ein Ermittlungsverfahren gegen Sie eingeleitet. Das sind ja die ganz harten Geschütze. Ja, so ist das, wenn ein Mensch mit einer Armbrust beschossen wird. Das ist natürlich scheiße gelaufen. Sie dachten wahrscheinlich, dass Sie bei mir Hirschgeweih finden, wa? Was ist, wollen Sie mir beim Polieren helfen? Ich poliere mal kurz Ihre Erinnerung auf. Fahren ohne gültige Fahrzeugpapiere. 10 €. Die können Sie überweisen. Dazu kommt eine Anzeige wegen rowdyhafter Verkehrsbelästigung. Das ist dann übrigens keine Ordnungswidrigkeit, sondern eine Straftat. Da putzt man und findet doch immer was. Das kann ich mir sonst wo eingefangen haben. Das werden die Kollegen von der Spurensicherung schon rausfinden. Und wenn Sie sagen Hirschpark, dann drehen wir da jedes Blatt um. Man findet immer was.